I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution featuring Crush for the Fig 89. Ja, für den letzten Part möchte ich mich entschuldigen, dass ich hier so rumgeirrt bin. Ich hatte halt keinen so guten Orientierungssinn und ich war schon halb müde, weil es war nämlich der letzte Part, den ich von der letzten Woche wieder aufgenommen habe, beziehungsweise von der, von den letzten Wochenenden, wo ich diesen Part aufgenommen habe, weil es ist ja nicht direkt das letzte Wochenende, weil das letzte Wochenende, bevor dieser Part jetzt hochgeladen worden ist, möchte ich nur behaupten, diesen Part werdet ihr wahrscheinlich dann erst sehr viel später nach meinem Aufnahmezeitpunkt sehen. Jedenfalls möchte ich mich dafür entschuldigen, dass es jetzt da so krass war, wegen dem... Ja toll, zerstören wir einfach mal die Waren hier, ist klar. Wegen den Abwerben, weil ich die Karte nicht finden konnte, sorry, aber ich habe halt ein schlechtes Orientierungssystem, ein Orientierungssinn, wisst ihr ja. Aber nun möchte ich das jetzt damit entschuldigen, dass wir uns jetzt endlich mal fürs C-Rang-Turnier anmelden. So. Dann ist die Anmeldung abgeschlossen. Jetzt kommt erstmals die Vorrunde. Aber ich weiß auch, bei den Anmeldebereich für die D-Rang-Turniere gibt es dann noch Herausforderungen. Bei den anderen Schalter. Da konnte man sich aber auch nochmal fürs D-Rang-Turnier anmelden, aber das machen wir natürlich nicht. Wir bleiben jetzt bei dem Turnier hier. Weil ich habe natürlich auch beschlossen, alle Herausforderungen zu bestreiten. Zumindest, falls ich es ja auch schaffen werde, weil ich weiß ja nicht genau, was da... auf mich dazukommt. Aber gut, starten wir jetzt mal mit der Qualifikationsrunde durch. Insgesamt hat jede der drei Runden jetzt wieder drei Kämpfe, wo man mit den anderen Teams, also mit den anderen Mitgliedern kämpft. So, jetzt möchte ich mal gucken, wen nehme ich denn jetzt dafür? Ich könnte dafür genauso gut das Team Tucker nehmen. Aber natürlich nehme ich wieder andere Charaktere, wie zum Beispiel... Oh ja, wir haben auch noch Asuma. Allerdings ist er in der wiederbelebten Form. Also beziehungsweise als Zombie. Ja. Asuma als Zombie und in seiner immer noch lebenden Form, ist auch klar, weil... In seiner noch lebenden Form, würde ich sagen, weil beim Kampf gegen Hidan ist er ja draufgegangen, leider Gottes. Kakashi, Kamui, flammendes Schwert. Wo ist denn da der Unterschied zwischen den Kakashi und den Kakashi, bitteschön? Da sind natürlich nur andere Jutsus. Und da sind noch zwei zusätzliche Kostüme drin. Hinata hätten wir auch noch. Shino. Ach ja, an der Stelle trägt er das Shunin-Outfit. Und hier sein normales Outfit, also so richtig eingedeckt. Kiba. Tenten haben wir natürlich auch noch. Raging Tenten. Oh Mann. Also, den haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Den habe ich zuletzt noch in Ultimate Ninja Storm 2 gespielt. Der Eremiten Naruto. Da gab es auch natürlich auch ein zusätzliches Kostüm für ihn, wo er ein Hokage-Outfit trägt. Aber er hat sich im Stile von Eremiten Naruto gespielt. Ich glaube, dieses Kostüm ist wahrscheinlich auch dabei. In seiner zweiten Version. Aber gut, wen nehme ich jetzt dafür? Ich würde sagen, wir haben eh schon Naruto gehabt. Deswegen, Kakashi hatten wir auch schon, Yamato. Nehme ich Asuma als Lebender und... Ja, Neji hatten wir auch, Rock Lee. Können wir auch mal versuchen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch jemanden von Team Tucker, wie zum Beispiel, Yugo? Ich würde sagen, wir nehmen da Sugetsu. Okay. Dann auf los geht's los. Chakra professionell einsetzen. Ja, ich weiß schon, wie das geht. Ja, ist gut, ist gut. So.
Die C-Rang-Halle. Ich finde es auch gut, dass sie das auch auf der Tafel übersetzt haben. Den Text. Javel-Turnier, C-Rang-Qualifikationsrunde. Okay. Also, da treten wir natürlich gegen... Oh, die Marinettenspieler. Oma Chui, Wie ist nochmal der Bruder von... War das Sasori oder nein? Das ist auf jeden Fall Sasori ist auch dabei und wie ist nochmal der Bruder von Gaara? Weil das Team von Gaara besteht ja aus seinen Geschwistern. Alter, ich hab schon vergessen. Und auch hier bei Jiraiya und Orochimaru, und wer ist das? Der Charakter, den kenne ich jetzt gerade nicht. Oder habe ich... Nein, ich glaube, das war einer der 7 Schwertkämpfer. Habe ich auch schon wieder vergessen, ey. Und natürlich hier auch Naruto mit Konohamaru und Iruka. Na schön. Probieren wir unser Bestes. In Runde 1 kämpfen wir mal mit Asuma. Sugetsu übernimmt Runde 2 und zum Abschluss lassen wir Sasuke ran. Jetzt möchte ich mal den anderen Charakteren auch den auch mal die Chance bitten. Zeigen, was sie so drauf haben. So, das reicht. Auf geht's mit dem Kampf. Ah, Moment, jetzt, wieso habe ich die Wundsaube genommen? Weil die bringt ja nichts. Wir haben ja keine Energieanzeige. Ach. Sorry, das war jetzt ein Fehler. Ach, was soll's. Ich setze ohnehin kaum die Ninja-Werkzeuge ein. Ich verlasse mich lieber auf meine eigene Kraft. Kann man natürlich strategisch auch verwenden, wenn man möchte. Aber ich bin natürlich ganz anders gestrickt erstmal. So, und jetzt noch schnell. Bam. Also Asuma geht auch wirklich ganz gut ab. Weil der mit seinen seltsamen Klingen... Ey, komm, Iruka. Vielleicht sollte ich lieber das Ziel wechseln. Du willst einen Kampf, kannst du haben. Schienen tauchen auf. Okay. Wo sind da... Nein, der ist schon benutzt worden. Shit. Wow. Nur mal langsam. Ach, Kacke. Ey, lass das, Sasori. Lass das, Sasori. Nein, das ist kein Schwertkämpfer, oder? Weil zumindest sehe ich da kein Schwert. Jetzt ist mal Schluss, ey. Oh, die nächsten Schienen. Alter, ich will kein Ziel haben. Ich will nur zu den Schienen, ey. So, LB und los geht das. So, einfach B, Smashing. Und jetzt bin ich dran. Sasori jetzt... Kümmere ich mich mal um dich. Bam. Okay. Greift mich da jetzt mal von der Ferne an. Hört mal auf damit. Konzentriert euch auf den anderen und nicht immer auf mich. Konzentriert auf euch gegenseitig, weil hier ist es ja jeder gegen jeden und nicht jeder gegen einen. Zack. Chakra-Schwerter. Wow, wow, wow. Ich glaube, ich sollte mich wieder auf den anderen zu konzentrieren. Den Schwertkämpfer hier. Wow, 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 wow. Alter Schwede. Oh, der Kampf ist schon vorbei. Ich kann nicht gemerkt. Okay. Die Runde habe ich schon mal gewonnen. Ich habe zwar jetzt keinen Gegner besiegt, aber das macht nichts. Okay. Konohamaru hat jetzt Platz 2 erreicht. Den sollte ich mir als nächstes verknüpfen. Okay, Sugetsu. Mal sehen. Ob ich ihn noch beherrsche. Es war auch schon lange Zeit her, seitdem ich ihn gezockt habe. Und er hat natürlich auch Asumas Schwert. Nicht. Hat er nicht zum Beispiel auch schon das Schwert Haifischhaut gehabt? Nein. Ey, jetzt kommt! Ich will mich auf einen konzentrieren. Ich will dich nicht, Jiraiya. Vergiss es mal. Bam und zack. Yes, Mann. Und hier kriegst du noch eine. Ist halt blöd, dass man sich auf einen konzentrieren möchte. Dann kommt jetzt mal der nächste daher. So, da will ich hin, da will ich hin. So, lass mich. Yes. Okay. Okay, komm nur her, jetzt bin ich da. Bam. Was? Ich konnte ja da ausweichen. Der war auf einmal wegteleportiert. Ist das ein Bug oder was? Oder habe ich da nur wirklich tatsächlich... Ach, jetzt weiß ich, wie er hieß, Kankuro. Genau. Habe ich tatsächlich nur seine Marionette alleine angegriffen und nicht ihn noch zusätzlich. Da ist die Schiene. Na schön, und sich halt die nächste Schiene um
Gegnern zu. Haha, hab sie angepeilt. Aber einer weicht aus. Flinke Bursche, ne. Was, das war das jetzt gerade ein Angriff von Konamaru? Nein, das ist Jiraiya. Hat er gerade schon in Eremitenmodus gewechselt oder was? Oder was ist der Grund, weshalb er so abging? So. Okay, du bist jetzt mein Ziel, mein Kleiner. Jetzt reiz. Ah, muss ich kurz mal zurückweichen, aber jetzt komme ich. Zack, zack. Bam, bam. Hier. Schmeck mein Schwert. So. Kampf ist vorbei und natürlich habe ich die meisten Punkte ergattert. Aber bisher habe ich es noch nicht geschafft, den Gegner komplett zu besiegen. Okay, Oma Shui. Oder Oma Shio. Shui, oh Gott. Shui ist der schließlich der Dicke. Oma Shio heißt sie. Mein Gott. Okay. Auf den muss ich mich jetzt konzentrieren. Vor allem ist sie auch gefährlich wegen ihrer beiden Marionetten. So, und bam. Oh yeah, Sasuke. Ich lieb's einfach, weil der kämpft so episch. Oh, das ist schon die Schiene. Oh, Moment, auf der anderen Seite. So. So, schnell zu den Schienen. Komm, komm, komm. So, LB, komm. Yes. Ja. Yeah. Haha. Jutsu der Phönixblumenfeuer. Phönixfeuerblume, wollte ich sagen. Wir schmeißen damit so vielen. Ach, das war wieder Naruto. Oder hat der eine Schiene genutzt? Ja, und der nutzte auch schon eine. Wow. Weg da, weg da, weg da. Oh, wow. Ich wollte sagen, dass ich da bitte schön wegkomme. Na gut, aber ich nutze immer die Chance und hole mir halt alle Kugeln, die da liegen. So, komm her, Naruto. Wow, weg, geh weg da! Oh Mann, das war ein Volltreffer. Jetzt reicht's. Ja, zack und bam. So, hier noch. Jutsu. Haha. Könnte ich die ganze Zeit überspammen. Nein, nein, nein. Ich will mich jetzt auf Naruto konzentrieren. Beiden Rivalen sollen jetzt mal richtig miteinander kämpfen. Okay. Wenn Oma Chiu das möchte, dann... Wo ist sie? Da ist sie. Ah, Orochimaru. Oh, Mann. Ah, da kam es vorbei. Aber was soll's. Ich habe die meisten Punkte. Ganz easy peasy. Ha. Kein Problem, ey. Also, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man den Gegner immer mit Angriffen zudecken kann, dann haben die eh keine Chance. So, Qualifikation bestanden. Maximum für Itempaletten eigenen Besitz wurde um 5 erhöht. Moment mal, dürfen wir jetzt 5 Items wieder tragen? Bei den Ninja-Werkzeugen oder wie soll ich das jetzt verstehen? Okay, cool. Naja, eins ist da kaum mehr, aber... Ich soll mich ja nicht beschweren. So. Haben wir wieder gepackt. Das war mal die Qualifikation. Wir sind also im Turnier drin. 2 Kämpfe stehen dann noch aus im C-Rang-Turnier. Gut, dann würde ich sagen, würde ich mich mal auch einer Herausforderung widmen, oder? Dann machen wir das vielleicht noch ganz schnell. Gerutscht zum Bestehen des Vorrundentests. Du bist jetzt offiziell für die Teilnahme an der Vorrunde zugelassen. Jetzt bleibt noch ein bisschen Zeit bis zum Beginn der Vorrunde. In der Qualifikationsrunde kannst du diese Zeit nach Belieben nutzen. Die Vorrunde ist ein 3-Mann-Gruppenkampf. Wähle deine Mitglieder also mit Bedacht. Wenn du soweit bist, rede wieder mit mir. Wir sehen uns bald wieder. Alles klar. Mein Teammitglieder mit Bedacht wählen, hä? Ja, das wird schon irgendwie glatt gehen. Ich möchte eh wissen, ob wir jetzt wieder... verteilt ihr dieselben Aufträge? Ja, die Auftragsagentur. Ja, das müssen dieselben sein. Unglaublich, wie viel es da noch gibt. Na gut, Trainingspartner gesucht, Teil 1. Beim Festufer. Und da beginnen wir auch gleich damit, oder? Also, ja. Danke fürs Herkommen. Also gut, fangen wir an. Legen wir los. Halle gegen Sasuke, das aktuelle Team 7 gegen ihr ehemaliges Mitglied. Alles klar.
Dann kann ich auch wieder mein Team wählen. Alle Jungen? Sakura, große. Originale. Beste Freunde. Wie man es nimmt. Tja. Mit Kakashi. Auch gar nicht so schlecht. Aber wen werde ich am besten jetzt ins Unterstützung holen? Jetzt haben wir nämlich dieses Mal Karin als Unterstützung. Und, Yugo. Genau. Wir hatten ja schon so geht zu. So, ich würde sagen, wir nehmen den Erwachen-Typ. Oder einen Einsatztyp. Erwachen-Typ. Dass wir halt das Erwachen haben. So, die maximale Itempalette auf 5, hat man mir gesagt. Tatsächlich. Ja, jetzt können wir insgesamt 5 Items bei uns haben. Wie cool ist das denn? Naja, wir haben nicht mehr Kunai-Ring und auch nur eine Briefbombe. Ich sollte mit dem nächsten Mal, Abwehrbrecherangriff, das mache ich doch eher. Ich sollte mit dem nächsten Mal gucken, dass ich mir bessere Items wieder kaufen kann. Weil dafür habe ich ja die Kohle. Aber für was anderes benötige ich die ja eigentlich gar nicht. Weil durch die Kämpfe verdienen wir wirklich sehr leicht Kohle. Ich habe auch zuerst gedacht, durch die ganze Kohle, die ich verdiene, kann ich mir unendlich viele Sachen kaufen. Aber dem ist nicht so, weil die Sachen werden trotzdem ziemlich teurer mit der Zeit, die ganzen guten Items. Ich meine, die nutze ich ohnehin selten, also vielleicht für strategische Kämpfe kann man sie brauchen. Feind, Angriffsstärke wächst auf 5%. Oh, dein Lebensanzeige konstant über 40. Alles klar. So, erwachen. Bam, bam, bam. Und jetzt. Zack, zack, zack. Und ja, volle Combo. Oh yeah. Bam. Ist das schon alles, was du kannst? Yeah, yeah. Hier kriegst du. Oh yeah, Chidori-Schwert. Der ist gleich da. Oh! Ich dachte, jetzt würde ich das ohne Schaden hinbekommen, aber nee. Da habe ich mich ein bisschen getäuscht. Wow. Das ist echt einfach. Was soll denn das? Der wird sicher kommen. Ey, come on. Ist echt alles? Ist ja nicht euer Ernst. Nein, nein, nein. So, jetzt komme ich dran. Und zack. Das war echt easy jetzt gerade. So, Yugo, gib ihm den Rest. Nein, da weiche ich ja aus, aber... Den Kampf haben wir ganz leicht mit dem Jutsu beendet und... Aber ziemlich weit, weil das war echt der lämste Kampf, den ich je erlebt habe. Das ist auch D-Rang, ist klar. Aber ich habe wirklich S-Rang verdient. Ich meine, ich habe jetzt natürlich nicht hundertprozentig... Mein hundertprozentige Lebensanzeige gehabt, da habe ich mich einmal von Sakura treffen lassen. Habe ich auch nicht zuerst... Habe ich jetzt zuerst auch noch gar nicht gemerkt, weil ich habe mich voll auf Sai konzentriert und ja... Aber gut, okay. Das war easy peasy Mission. Oder kämpfen wir jetzt gegen alle drei wieder, so wie bei, sag schon, bei den anderen, Abwehrbeaufträgen. Ja, das war ein hartes Stück Training. Es gibt immer noch einige Bereiche, in denen wir unsere Kombos verbessern können. Wir müssen noch mehr trainieren. Vielen Dank für heute, das war wirklich hilfreich. Yes, Mann. Applaus, Applaus. Na, das war doch nicht ziemlich easy peasy aktuell. Also gut. Lief ja gar nicht so schlecht bisher hin. Naja, die machen wir dann aber im nächsten Part, ja. Ich würde sagen, für diesen Part ist mal Schluss. Im nächsten Part machen wir die restlichen Aufträge durch. Aber schauen wir mal, ob vielleicht doch ein zusätzlicher Auftrag dazugekommen ist, oder? Ich glaube nicht. Das wäre ein bisschen zu viel. Kristallschatz in der Höhle. Ja. Händler beim Festbrunnen. Ja, ich glaube, dass da nichts Zusätzliches kommt, oder? Ich meine, eine neue wird dazu nicht angezeigt, ob die Mission neu ist oder nicht. Ja, okay. Meine Aufnahmezeit ist jetzt aktuell ziemlich begrenzt, deswegen werden jetzt diese und vielleicht die nächsten beiden Parts eher kurz gehalten. Daumen hoch, wenn es trotzdem gefallen hat und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal mit dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein, euer Crush4Defig89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.
you know.